Was geht, die Trade is back und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Call of Duty Modern Warfare Remastered. Ich habe letztes Mal gesagt, ich möchte ein bisschen mehr Modern Warfare Remastered machen. Mache ich jetzt auch, aber ich möchte einfach mal von euch wissen, bevor das Video richtig anfängt, wollt ihr Modern Warfare sehen, ja oder nein? Schreibt mir bitte mit einem Hashtag MW, ja oder nein, in die Kommentare. Jetzt, einmal, dann macht das Video kurz auf Pause und dann schreibt das bitte kurz. So, auf jeden Fall, heute ist eigentlich recht chillige Runde. Ich hab einfach mal wieder richtig Bock auf Waffenspiel. Ich zock eigentlich nur Waffenspiel. Also Waffenspiel ist so der Modus, den ich voll suchte. Auch in Infinite Warfare habe ich erst vorhin 3-4 Runden oder so gespielt. Und komischerweise wurde ich immer erst. Ich denke mir auch so, was geht ab? Vor allen Dingen IW. IW zocke ich sehr, sehr selten. Weil IW ist einfach so ein Spiel, das mag ich jetzt nicht wirklich. Man kann es ab und zu mal spielen, so ist es halt. Aber ich finde jetzt nicht, dass man das auf Drang spielen kann, wie jetzt BO3 oder BO2. So krass kann ich das jetzt nicht spielen. Finde ich Modern Warfare besser. Finde ich auch gut, dass sie es dabei getan haben. Dass es halt nicht nur IW war, sondern dass die auch noch ein zweites Spiel, sagen wir so, rausgebracht haben. War kein neues Game, aber ein altes Game. Was jetzt aussieht, als wäre es neu. So. Ich habe auch gemerkt im letzten Video, hat das Mikrofon gerauscht. Das war bei meinem mein PC so nah am Tisch war. Und ich habe einfach Nasenbluten jetzt gerade in der Aufnahme. Ja moin. Hier steht Nasenbluten in die Kommentare. Fuck. Egal. Einfach YOLO, Leute. Eigentlich ist das, wenn ich Nasenbluten habe, dann läuft das wie Sau. Also dann läuft das wie Wasser raus. Und ich versuche es jetzt hochzuhalten. Tut mir leid, wenn ihr jetzt manchmal so ein Nasenziehen hört. Nasenziehen, mein Deutsch, ey. Weiß nicht, habt ihr das auch manchmal? Ihr habt einfach Nasenbluten, einfach so random, einfach so. Weil eure Nase sich so denkt, ne, jetzt hast du einfach mal Nasenbluten. So. Einfach so aus Langeweile. Ich hätte das früher sehr, sehr oft gehabt. Meistens, wenn ich irgendwie so aufgeregt war oder sowas. Komm. Ich hasse Shotgun, Leute. Ich finde Shotgun ist einfach scheiße zu spielen. So auf Nuketown finde ich geht es ja, ne? Aber hier auf solchen Maps. Guckt euch das mal wieder an, da ist jetzt wieder einer. Und ich kriege den nicht wegen der Reichweite, so. Wisst ihr? Da, das geht ja noch. Pistol geht ja noch. Bei Pistol kann man manchmal auf langer Distanz spielen. Finde ich. Also es kommt drauf an, was für eine Pistol. Na, das ging jetzt nicht. Hä, wo? Ach, das hasse ich so, ne? Die hocken da oben immer, man sieht das ja kaum. Ich finde, man sieht das in in Modern Warfare gar nicht. Dass man oben, wenn die jetzt in so ein Haus drin sind, dass man, ich finde, man sieht die gar nicht, weil die Leute genauso eine Tarnung haben wie halt das Haus und dann. Dann sieht man das halt nicht. Wollt ihr Wasser? Sieht aus, als wäre das leer, ne? Das ist auch leer. Das finde ich lustig in diesem Spiel. Da gibt es so viele kleine Sachen, die man machen kann. So irgendwas kaputt schießen. Das war auch in Black Ops 2 immer so. Man konnte die, wie heißt es? Auf so Maps wie Meltdown oder so.
oder ich glaube Hijacked auch, ja Hijacked, konntest du so diesen Feuerlöscher abschießen und dann kam da so, so Rauch raus halt. Das fand ich mal richtig cool. So kleine Details sind immer gut in so Spielen, finde ich. Weiß ja nicht, wie ihr das findet. Also ich feiere so Sachen halt schon. So kleine Details sind halt immer die Sachen. Manchmal achtet man nicht drauf und manchmal achtet man auch drauf. Er macht keine Ahnung was. Hier oder sowas hier. Ich meine, das sind halt die Details der Map. Oder hier, dass das Auto halt so kaputt ist, dass es hier so ein bisschen hochgezogen ist. Und so, das finde ich eigentlich richtig cool. Kollege, was machst du da oben? Finde ich schon cool. Ich guck mir nur die Map an, ey. Na, ich finde aber, man sollte sich auch mal die Maps angucken von so Spielen. Nicht nur einfach drauf losspielen und blöd. Irgendwas machen. Sondern sich auch mal das Spiel angucken. Ich meine, die Entwickler haben sich ja richtig Mühe gegeben für sowas. Joa. Klingt vielleicht ein bisschen komisch von mir, dass ich sowas sage, aber. Naja. Ich will jetzt auch nicht hier irgendwie so pre-firen, das mache ich nicht. Hab ich keinen Bock drauf. Trotz, dass es geht. Ey, das, ich hab doch voll drauf geschossen, oder nicht? Hä? Gott. Heute bin ich irgendwie etwas ruhiger in der Folge gewesen. Ich weiß auch nicht warum. Ist einfach so. Passiert manchmal. Ich bin auch eigentlich recht müde gerade, also es kann auch sein, dass es einfach nur daran liegt, weil ich gerade müde bin. Und nicht wirklich wach bin. Weil ich bis 5 Uhr wach war und dann nur 2 Stunden gepennt habe und so weiter. Jetzt haben wir gerade 21 Uhr, deswegen. Aber Leute, ich würde mal sagen, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Und dann würde ich mal sagen, wenn ihr mehr MWR sehen wollt, dann schreibt Hashtag MWR ja oder Hashtag MWR nein. Und Entschuldigung nochmal, dass ich so müde war. Ich will mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.